mehr lachen, nicht mehr weinen. Joey Heintl, den meisten bekannt durch die RTL-Show Deutschland sucht den Superstar, kam nach Göttingen ins Cinemax. Der Sänger und Entertainer hatte eingeladen und seine Fans kamen. Vorgestellt wurde sein neues Video und sein neuer Video-Channel, Joeys Welt. Da stand in der Zeitung und dann habe ich es gesehen, dann bin ich hergekommen. Also bist du auch ein Fan von Joey? Ja. Okay, kennst du schon sein neues Musikvideo? Hast du das schon irgendwo gesehen oder ist das jetzt zum ersten Mal, wo du es siehst? Zum ersten Mal. Kennt ihr schon sein neues Musikvideo aus dem Internet oder ist das jetzt das erste Mal, wo ihr das hier seht? Also für mich ist das erste Mal. Für dich auch? Ja, ich habe mir das Video schon mal im Internet angeguckt und es hat mir eigentlich sehr gefallen. Und bei DSDS fand ich ihn eigentlich auch ganz gut. Also wir freuen uns ja immer, wenn wir mal so ein bisschen was anderes machen können außer Kino. Und wenn wir dann noch jemanden haben, der schon im Fernsehen bekannt ist, dann machen wir sowas natürlich gern. Und da fällt es uns auch nicht schwer, einfach zu sagen, jo, das machen wir. Gerade auch in Göttingen, na, ist das immer ganz toll, wenn dann mal so ein Star tatsächlich kommt und dann hier mal live sich präsentiert und jeder den auch mal anfassen kann oder zumindest ihm irgendwie ganz nah sein kann. Nun hat ja Joey die Mühlen von RTL und DSDS überstanden. Kurze Frage an Sie, haben Sie jemals so eine Sendung gesehen? Da oute ich mich jetzt, ne? Tatsächlich habe ich das auch schon mal gesehen. Joey. Du bist heute in Göttingen, ganz hier in der Nähe, wurde dieses Video gedreht, deswegen auch der Zusammenhang zu der Stadt hier überhaupt. Du hast jetzt dieses Kino gesehen, ich finde es irgendwie beeindruckend. Was empfindest du hier an dieser Stelle? Also ich finde es mega toll, jetzt halt heute hier zu sein und es ist halt sehr aufregend für mich, ich meine zum ersten Mal jetzt halt auf so einer riesen Kinoleinwand mein Video zu sehen und dann nochmal praktisch eine riesen Videobotschaft praktisch an alle Fans. Und ja, ich mache meinen riesen Kinosaal und jetzt hoffen wir erstmal heute, dass der schön voll wird. Und ja, das ist schon eine aufregende Sache, weil sowas hatte ich auch noch nie im Leben und habe eigentlich auch noch nie von sowas gehört, außer wenn jetzt mal so ein neuer James-Bond-Film rauskommt, dann gibt es hier meistens so eine Videopremiere. Da sind gleich mal 1000 Leute da und Kamera hier und Kamera dort und Presse da. Aber heute ist es schon mal so schnuppermäßig Richtung Film und das finde ich halt echt mega. Dann danke ich Ihnen beiden. Gleich geht's los. Zeit ist vorbei. Toi, toi, toi oder Hals- und Beinbruch, wie man bei dir sagt. Dankeschön. Sollen all die Lügen, warum schaust du immer weg? Du bist so sehr von dir besessen. Doch ich kann dich nicht vergessen. Oh, ich kann dich nicht vergessen. Die ganze Welt dreht sich um mich. Also man kennt ja Joey aus dem Fernsehen und das war ja mal wieder, ja, der Knaller. Wie war? Okay, also hat Spaß. Ja, auf jeden Fall. Okay, und welches Video hat dir denn besser gefallen? Also eher so in die Richtung des Musikvideos oder das Hypnose-Projekt-Video? Es sind beide schöne, also das Musikvideo ist auf jeden Fall schön. Also was er auf nach DSDS, trotz alledem, nachdem das mit Dieter Bohlen war, auf die Beine gestellt hat, das ist Wahnsinn. Und das mit den Hypnose, naja, so kennt man ihn, immer passenden Spruch. Und also es war top, beides. Joey hat mir von seinen Ängsten berichtet, da gibt es eine ganze Menge. Unter anderem hat er Angst vor Schlangen und wie man gleich in dem Film sehen wird, habe ich ihn hypnotisiert und habe ihn von dieser Angst befreit, sodass er also ein kleines Tänzchen mit einer Python wagen konnte. Wie hat er sich denn verhalten? Also hat er das alles locker gesehen oder war es eher schwer für ihn, das alles so anzunehmen? Es war am Anfang nicht ganz so leicht. Er hatte eine falsche Vorstellung von dem, was da bei der Hypnose vielleicht passieren kann. Vor allen Dingen hat er panische Angst davor gehabt, dass er hinterher nicht wieder aufwacht. Und im Gespräch, und wir haben uns viel Zeit genommen, haben wir diese Angst bei ihm abgebaut und dann ging das sehr gut. Das ist Roxanne ist das und das ist ein Tiger-Python. Ja, und die kann man eine Länge erreichen von knappe 6 Meter. So, und ist schon ein echter Gegner. Ja, das ist schon ein echter Gegner hier. Und plötzlich so von weiter hinten sehe ich dann so einen richtig breiten, starken Mann mit so einer fetten Schlange, die so dick war, kam der da angetrampelt wie so ein Ritter. Nach der Vorführung der beiden Filme auf der Riesenleinwand gab es noch Autogramme von Joey. Das Publikum war sehr zufrieden und Joey musste noch einmal in viele Kameras lächeln, nämlich in die seiner Fans. Mir hat super gefallen. Ich fand das Video richtig klasse und gerade er hat das so ganz locker rübergebracht und hat eine gute Show für die Zuschauer gemacht und man sieht ja, seine Fans lieben ihn über alles. Du bist ja nicht nur zum Zugucken gekommen, sondern du bist ja auch selbst mit der Band Gun hier, wie ich schon erwähnt hatte, selbst Musikerin. Ja, ich bin Amy Jane. Ich mache so Gothic Mainstream Rock und so wie Evanescence.
Und meine Single soll im November, also kommt im November raus. Und ich mache auch noch mit Joey eine Weihnachtssingle zusammen und noch mit ein paar anderen Stars. Und ja, dieses Jahr steht auf jeden Fall noch viel Promo an für meine Single und für die Weihnachtssingle. Und da wird man mich noch öfters auch mit Joey zusammen sehen. Es war einfach super gut. Ich mag Joey, ich habe ihn auch schon mal gesehen. Halt auch beim Videodreh und ich fand die Single echt super und ich werde auch die Videoschreibe verfolgen. Ich komme ja nur wegen den Joey, weil ich den im Fernsehen gesehen habe und der Dieter Bohlen, der hat es auch ganz gut gemacht. Super. Gut. Hat es eure Erwartungen übertroffen oder? Eindeutig.